So, schönen guten Morgen. Ich habe überlegt, was wir heute nehmen, und ich habe mir gedacht, wir können heute uns ein Kommentar mal schnappen, und zwar das von William McDonald. Das ist das hier. Und das Kommentar von William McDonald. Da sind sie. Es ist eine zweibändige Auflage. Eins über das Alte Testament und eins über das Neue Testament. Ungleich groß. Das Neue Testament umfasst sehr viel mehr Seiten als das Kommentar zum Alten Testament. Jetzt auch nicht sehr viel mehr, aber es ist merkbar, das Neue Testament. Das Neue Testament umfasst 1498 Seiten und das Alte Testament mit dem Kommentar umfasst 1165 Seiten. Schauen wir mal rein. Das Kommentar zum Neuen Testament liegt hier in der 7. Auflage vor, kommt aus dem CLV Verlag und ist, wie gesagt, von William McDonald. Ein, zwei Sätze. William McDonald ist natürlich ein US-Bürger, er ist Bibellehrer, hat um die 60 Bücher bereits schon in den USA und in den Kanada veröffentlicht. Diese wurden auch schon in viele, viele Sprachen übersetzt und ausgeliefert. Er machte Bibelfernkurse und war am Harvard Business und hat dort auch unterrichtet. Er war ursprünglich eigentlich Vermögensberater bei so einer National Bank in Boston, allerdings aber auch nur 7 Jahre, von 1942 bis 1949. Er war aktiv bei der US-Marine, hat dann aber später an der Fakultät der Emmaus-Bibelschule angefangen. Von 47 bis 65 war er da und seit 59 war er dort sogar Leiter der Bibelschule. Ab 65 dann bis 72, also auch nochmal gut 7 Jahre, war er dann reisender Bibellehrer und Prediger. Und diese Reisen, die Predigten, führten ihn Nordamerika, nach Europa und sogar nach Asien. Sein Ziel war es eigentlich, das ist so eine 40 Jahre lange Arbeit, ist, die Bibel zu kommentieren, zu erklären und dann auch ein Gesamtwerk rauszubringen. Das hat er geschafft. Er hat es in diesen zwei dicken Bänden gemacht. Es ist jetzt nicht unterteilt, wie zum Beispiel bei der Wuppertaler Studienbibel, aufgeteilt in 14 Bände, sondern in zwei kompakte Nachschlagewerke. Für eine Vers-zu-Vers- oder Absatz-, Erklärung-, Interpretation. Ziel war es eigentlich von ihm, bei diesen Vers-zu-Vers-Erklärungen, wir gucken einfach mal ganz kurz rein, zum Beispiel Lukas Kapitel 12, 1249. Ziel war es bei ihm jetzt hier, ein grundlegendes Verständnis dafür zu vermitteln, worum es überhaupt in dieser Schrift geht. Ja. Du wirst dann hier schon sehen, wenn er fasst dann diese Verse, wie hier Verse 41 bis 42, fasst er zusammen, erklärt sie im Zusammenhang und was sie in der Bibellehre bedeutet. Es ist keine historische Erklärung oder im historischen Kontext, sondern im Rahmen einer theologischen Auslegung, Legung und Erklärung. Mit Ausnahme von Psalm und Sprüche werden diese Kapitel abschnittsweise behandelt und nicht Vers zu Vers, Vers 1, Vers 2, Vers 3, sondern zusammenhängend wie hier, wenn es inhaltliche Zusammenhänge gibt. Man erkennt das auch schon ganz gut daran, wenn man sich zum Beispiel den folgenden Sonntag anguckt. Da wäre zum Beispiel dran, laut der Evangeliumslesung jetzt am 8. Sonntag nach Trinitatis, Evangelium 5. Kapitel, die Verse 13 bis 15. Und die passen dann auch inhaltlich auch wirklich zusammen in ihren Erklärungen, wie hier der und der Part
eine zusammenhängende Erklärung, wie es zum Beispiel jetzt auch in der Perikopenordnung dran wäre. Also wirklich immer thematisch speziell zusammengeführt und nicht Vers zu Vers. Das hast du bei der John MacArthur, hast du das ja. Da wird ja Vers zu Vers und manchmal sogar in einem Halbsatz diese Erklärung genommen. Aber hier hast du sie zusammengefasst zu den jeweiligen Inhalten. Anders als bei den 14 Bänden der Wuppertaler Studienbibel ist hier der Bibeltext nicht enthalten. Du hast bei der Wuppertaler Studienbibel ja zum Beispiel den Bibeltext, die Verse und darunter dann seitenweise die Erklärung. Hier hast du gar keinen Bibeltext, sondern lediglich die Überschrift, dann die Verse oder auch das Kapitel und dann die Erklärung dazu. Der Text ist hier nicht in diesen dicken Bänden mit drin. Das würde dieses Gesamtwerk auch extrem aufblähen. Gleiches gilt zu dem Werk des Alten Testaments. Das habe ich jetzt aber hier mal weggelassen, weil es aufs Gleiche hinauskommt, eben nur mit den Schriften des Alten Testaments. Separat zu erwähnen wäre es auch, dass du zu bestimmten Kapiteln Exkurse hast, zu bestimmten Themen. Fasten, Sabbat, Scheidung, Gebet, Apostelgeschichte, göttliche Führung. Da geht der Autor dann speziell auf dieses Thema einmal ein und hält dort über dieses Thema eine spezielle Abhandlung, wie er das denkt, wie er das interpretiert oder auch auslegt. Das sind hier zwei Werke, die bei mir in dem Register stehen, wo ich sie ständig rausgreife, weil das sind wirklich Werke, die ich regelmäßig auch nutze und auch lese. Schön finde ich auch die Übersicht am Ende, wo es darum geht, wo ist die Prophezeiung, wo ist später auch die Erfüllung. Das macht es auch in der Gemeindearbeit recht einfach, solche Übersichten zu haben, wann war die Prophezeiung, wann war die Erfüllung. Das geht auch einige Seiten geht das so hinaus mit der Prophezeiung und Erfüllung. Und wie wir wissen, hat das ja auch jemand genommen und darüber ein gesamtes Buch gemacht, wo es nur um die biblische Prophezeiung als Studienbibel geht. Das war ja das Werk hier. Da geht es ja nur darum, wann war etwas eine biblische Prophetie und wann war die Erfüllung. Er kommt hier am Ende auch mit einer ganzen Menge Zusatzmaterial. Ebenfalls die Karten, die Geschehnisse in Jerusalem, Übersichten, Kalender, dann eine Übersicht über die Briefe, welcher Brief, Schlüsselworte, kurzes Thema, auch mit einer Übersicht, jüdische Kalender. Und er bringt eine ganze Menge Zusatzmaterial, Erklärungen und Übersichten noch dazu. Allem in allem ist das eine sehr gute zweibändige Kommentarreihe. Wenn man sich dazu noch den Preis anguckt im Vergleich zu den anderen, eine sehr, sehr gute und lohnenswerte Aktion.